Jung, engagiert, gemeinsam. Ein Podcast-Projekt des Medienzentrums Regensburger Land. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir, Lynn Schreiber und Johannes Pellinger, stellen euch heute die interessante Musikerin Isa Fischer vor. Wir dürfen sie bei sich zu Hause interviewen. Viel Spaß! 1, 2, 3 Fisch kommt vorbei. Sein toter Blick folgt uns, bis wir dort sind. Kommt fast keine Luft und steht. Also ich singe, seit ich 4 Jahre alt bin. Schon eigentlich sehr lang, weil jetzt bin ich 30 und angefangen habe ich zu singen mit so einem Fisher-Price Kassettenrekorder und habe da immer mitgesungen. Irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt will ich das mal wissen, ob ich auch vielleicht das sogar beruflich machen kann und habe dann nach dem Abitur Gesang studiert in Regensburg. Wie bist du auf die Idee gekommen, Musikerin zu werden? Eigentlich hat sich das im Laufe der Zeit so ergeben, weil ich dann gemerkt habe, dass das ganz gut funktioniert, dass man mit Musik auch Geld verdienen kann und deswegen hat sich das dann mehr oder weniger entwickelt. Dann, wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag als Musikerin sieht so aus, dass ich vormittags erstmal viele E-Mails beantworte von Leuten, die mich vielleicht buchen wollen oder auf deren Events ich singe oder wo es Anfragen gibt, vielleicht möchtest du da spielen oder in welcher Besetzung können wir dich buchen, solo oder mit Band. Das ist so der Vormittag. Dann bereite ich meistens irgendwelche Songs vor, wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung ansteht, wie jetzt diese Woche am Mittwoch zum Beispiel in Legginger oder am Samstag die Hochzeit. Und dann übe ich meistens vormittags und das sind die Tage, wo ich quasi keine Auftritte habe. Und wenn ich Auftritte habe, dann bereite ich mich an dem Tag eben auf den Auftritt vor, schaue, dass ich gut geschlafen habe, gut gefrühstückt habe, dass ich alle meine Sachen beieinander habe, mein Equipment und dann geht's los. Welche Hobbys hast du? Hobbys? sind als Musikerin echt schwierig umzusetzen, weil man eigentlich ja sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber derzeit würde ich sagen, dass eigentlich mein größtes Hobby ist, draußen im Garten zu sein und zu gärtnern. Und welche Musik magst du selber so hören, wenn du daheim bist? Am liebsten höre ich so alte Musik, zum Beispiel von den Beatles oder ich liebe auch Paul Simon sehr oder etwas Neueres, zum Beispiel Leanne LaHavas, die finde ich auch ganz toll. Also eher so eine Richtung Mischung aus Soul, Jazz, Pop, Rock. Wo warst du schon überall aufgrund der Musik? Also wo bist du schon hingefahren? Also ich hatte schon Auftritte in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, auch schon weiter nördlich, so Berlin, Hamburg, genau. Ist es einfach, seine Lebensunterhaltung mit Musik zu bezahlen? Das kommt darauf an, was man bereit ist zu machen. Also ich sage mal, wenn man jetzt die Schiene fährt mit Dienstleistungsmusik und Hochzeiten und sich da nicht zu schade ist, dann ist es eigentlich nicht so schwer. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte nur von der eigenen Musik leben zum Beispiel, dann ist es schon ziemlich schwer. Das schaffen wenige. Musst du im Alltag speziell aufpassen, deine Stimme zu schonen? So speziell nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel krank war wie letzte Woche oder immer noch so einen Reizhusten habe, dann achte ich schon drauf, dass ich ein bisschen was für meine Stimme tue. Und da auch Stimmhygiene mache, also zum Beispiel gibt es so Übungen mit so einem Schlauch, das heißt Lachsvox. Wie glaubst du, wird dein Leben ohne Musik sein? Oh, ich glaube, das wäre ein sehr trauriges Leben, weil für mich ist Musik schon
ganz wichtig, einfach um mir die Welt zu erklären und um mich auszudrücken und um meiner Kreativität irgendwie Raum zu geben. Und ich denke, jeder Mensch braucht Musik. Also es ist, ist zwar eine große Vermutung, aber ich glaube, dass Musik wirklich jedem Menschen gut tut. Wie vermarktest du deine Lieder im Internet, beziehungsweise vermarktest du die überhaupt im Internet? Also ich produziere und mache alles selber. Das heißt, es gibt einen Online-Vertrieb, der heißt DistroKid. Da kann jeder, der eigene Musik macht, seine Musik hochladen und der vertreibt es dann. Der übernimmt quasi die Rolle eines, also eine Art Verlag oder Label. Okay. Und genau, und dadurch kann man die Musik dann auf Spotify zum Beispiel hochladen oder auf Apple Music, Deezer, also der vertreibt die Musik dann an verschiedene Streaming-Plattformen. Die Musik von Isa Fischer findet ihr in YouTube und in Spotify. Vielen Dank für euer Interesse. Tschüss! Jung, engagiert, gemeinsam. Ein Podcast-Projekt des Medienzentrums Regensburger Land.